Hi, ihr Lieben. Kommen wir zu New Spider-Man, einer der besten und erfolgreichsten Zeichentrickserien von Marvel. Gleichzeitig auch die beste Serie oder besser wie die Filme. Es gibt zwar noch eine aus den 60er, 70er Jahren, da habe ich noch andersweise ein paar gesehen als Kind, weil die auch sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Aber von allen Fans, wenn man im Internet mal guckt, ist die am besten bewertet worden. Also die hat am besten gefallen. Es sind insgesamt 65 Folgen in 5 Staffeln. Da kommen alle Feinde mal vor, die wir auch teilweise in den Filmen kennen. Hier nur ein bisschen ausführlicher, auch mit vielen positiven Marvel-Helden oder im halt Bösewichter, die man noch gar nicht kannte. Also was nicht so über den großen Ozean rübergeschoppt ist nach Deutschland, sagen wir es mal so. Die erste Ausstrahlung der Serie im Fernsehen war 95 bei RTL. Habe ich mir mal alles rausgesucht. Die englische Sprache ist hier die Originalsprache und ist sehr gut ins Deutsche synchronisiert worden. Genau, so, das ist ein Comic-Abenteuer von Spider-Man, von Marvel Verlag. Diese Zeichentrickserie ist in die Animal Studios produziert worden, in Japan. Genauer gesagt in Tokyo Movie Shia. Genau. So. Die Handlung, kurz zusammengefasst: Der von der radioaktiven Spinne gebissene Teenager Peter Parker muss sich in seiner Heimatstadt New York vielen Ganoven und Superschurken stellen. Und da kommen halt sehr, sehr, sehr viele, die sich teilweise auch mal wieder wiederholen. Zustande. Ich habe mal bei eBay geguckt. Es gibt sogar noch von dieser Serie, gab es damals so Figuren, also wie man das bei He-Man und sowas kann. Da gibt es noch original eingepackt. So ein Schnäppchenpreis teilweise noch. War ich schon immer überlegen, besorge ich mir das oder besorge ich mir das nicht? Kommt vielleicht noch. Muss ich mal gucken, wie der Geldbeutel ist. Jedenfalls, diese Serie, die wird sehr gehypt, die kannst du so teilweise bei YouTube ein bisschen sehen, aber mit sehr schlechter Qualität. Auch nicht alle Folgen. Also die wird von Sammlern echt geliebt. Also wer die hat, der kann sich echt glücklich schätzen. Deswegen wollte ich sie auch mal besprechen. Die habe ich damals für ein Abel und Ei gekriegt, für 35 Euro, weil jemand bei eBay Kleinanzeigen die loswerden musste als Liebesbeweis für seine Freundin, sonst hätte sie ihn nicht geheiratet. Wo natürlich die Frage erlaubt werden muss, warum muss der all seine Klamotten verkaufen? Also, wenn eine Frau einen Menschen nicht so akzeptiert, wie der ist, sollte man sich fragen, ob man die überhaupt heiraten möchte, aber das ist ein anderes Thema. Ja, jedenfalls muss er sich auch gegen diese Falschmeldung von seinem Verlag, den David Bogle, immer verteidigen, für den er aber als Peter Parker aber auch arbeitet. Das ist sehr cool gemacht, weil er macht ja immer die Bilder als Peter Parker über die Spinne. So, es kommt natürlich nie einer auf den Gedanken, dass Peter Parker und die Spinne eine dieselbe Person ist. Das ist so ähnlich wie bei Superman. Naja, okay. Ja. Produktion und Veröffentlichung. Fox, der ursprüngliche Sender der Serie in den USA, wollte, dass die Serie sich mit den sozialen Problemen von Jugendlichen auseinandersetzt. Wie zum Beispiel den Frieden zwischen verschiedenen Ländern, der Tag des Chamäleons zum Beispiel, oder Kulten, der Kampf der Mächte, dem schlechten Einfluss von Straßengangs auf ihre Mitglieder. Da gibt es eine super Folge, die heißt Der junge Robert und die Rückkehr des Tombstones. Da wird der quasi, der Junge, der wird dazu überredet, quasi Einbrüche zu machen von diesen Straßengängen, die aber eigentlich für Tombstone arbeitet. Und alle tragen Handschuhe, nur der Junge eben halt nicht. Und somit haben sie da die Fingerabdrücke am Tatort. Und wenn der Vater quasi nicht spurt, wie der Tombstone das möchte, und quasi auch auf seine böse Seite rüberrutscht, dann wird er den Jungen halt quasi bei der Polizei verpfeifen. Und der Vater macht das aber trotzdem und sagt am Ende zu seinem Sohn: Wir stellen uns der Verantwortung. Weil man muss verstehen, wo der Vater halt in der jungen Jahren war, da auch schon mal so ein Streber, aber er hatte halt einen guten Kumpel, der nachher Tombstone geworden ist und der neigte zu Verbrechen. Und die haben Einbruch gemacht und der Tombstone quasi, der wurde erwischt und musste in so ein Straflager oder so ein Unerziehungslager für schwer erziehbare Kinder, Anführungszeichen Gefängnis. Und der andere konnte halt stiften und der ist nie verpfiffen worden. Und
in späten Jahren, wo er ein bisschen älter ist, will er sich an ihn rächen und an ihn mir. Der andere ist ein Reporter geworden, David Google, und möchte quasi sich an ihn rächen und lädt ihn da ein, und wo eingebrochen ist in so eine Chemiefirma. Und dann streiten die beiden sich, und der Atomstrom wird, der fällt in so eine Säure rein. Also das kennt man so ähnlich, so wie vom Batman, sage ich jetzt mal so, wo der Joker da in die Säure reinfällt. Das ist da so ähnlich. So, jedenfalls wird er dann nach Atomstrom und versucht die ganze Zeit, sich eigentlich nur an diesen Menschen zu rächen, und sagt, ich bin so böse geworden, weil du ja so schlecht zu mir bist. Ja. Naja, gut, kurzer Handlungsstrang. So. Dann gibt es noch viele Probleme mit seiner Mary Jane. Am Anfang hat er so einen Zwiegespalt, dass er mehrere Mädels da datet, sich immer nicht entscheiden kann, für welche die er überhaupt haben möchte. Also so ein typisches Teenager-Problem, würde ich schon sagen, hatte ich als junger Mann auch. Hattest jedes Wochenende eine andere, konntest dich nicht für irgendeine entscheiden. Ja, jedenfalls ist es dann so, dass es immer hin und her geht, und nachher entscheidet er sich für Mary Jane. Und die hat auch viele Probleme. Die wird immer von diesem Hydro-Mann verfolgt, der in jungen Jahren in sie verliebt war, und sie hat sich von denen eigentlich getrennt. Aber das ist so ein Stalker-Typ. Und der ist zur Marine gegangen, weil er das nicht verkraftet hatte, dass sie quasi mit ihm Schluss gemacht hatte. Und dann fällt er vom Schiff und verändert sich zu Hydro-Man, weil er dann wie so ein Wasser, was kontaminiert ist, hineinfällt. So, und der verfolgt sie dann die ganze Zeit, und sie kann ihn nachher austricksen, weil sie nachher auf dem Dach sind, und er vertrocknet. Also er verdampft. So, und dann verschwindet sie irgendwann Folgen später, und Spider-Man bzw. Peter Parker ist ganz, ganz traurig. Da muss er von der Katze hier quasi, die auch später ihre Superheldenkräfte dadurch kriegt, dass ihr Vater das Serum quasi beobachtet hat, als Captain America entstanden ist. Und dann haben ja Nazis quasi, die versteckt in der USA gelebt haben, das Projekt sabotiert. Und die Forschung, beziehungsweise der Forscher, der das ursprüngliche American Serum da entwickelt hatte für Captain America, der ist verschwunden. Ist in der Kinderserie, man sagt wahrscheinlich tot, aber man weiß es nicht. So. Und jedenfalls, der Junge spioniert das aus für die Nazis, weil sie ihnen was anderes erzählt haben, dass das andere wären Nazis und er würde was Gutes tun. Und dann merkt der Junge aber nachher, als er das berichten sollte, dass das eigentlich die Nazis sind, und verschweigt dann diese Formel. Und der wird dann von Schild jahrzehntelang quasi, als er junger Mann ist, irgendwann festgenommen und jahrzehntelang festgehalten. Und der kann nachher befreit werden von den Kimping und seinen Leuten. Und weil er seine Tochter hat, quasi, muss man nachlesen, Felicia Harry. Die wird nachher so Black Cat, also schwarze Katze. Und das ist seine Tochter, und er erpresst sie damit, dass sie uns umbringen würde, wenn er das Serum nicht preisgibt. Und dann wird das halt an ihr getestet, also an der Tochter. Und die hat dann die verbesserten Kräfte, weil das Serum auch ein bisschen verbessert worden ist von Captain America. Die kann dann ihre Kräfte, wenn sie die Maske aufsetzt, hat sie die Kräfte, und wenn sie die Maske absetzt, hat sie die Kräfte nicht mehr. Und die wird nachher so Black Cat. Die haben nachher so ein Techtelmechtel da, Spider-Man und sie. Ist ja natürlich eine Kinderserie, also über den Kuss hinaus geht das da nicht, ne? So, jedenfalls, die verliebt sich aber nachher in einen, mit dem sie zur Schule gegangen ist, der so ein Vampir geworden ist. Und da ist es auf jeden Fall so, muss mal lesen, ob ich ihn hier auch irgendwo finde. Finde ich jetzt auch am Anhieb nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Jedenfalls ist es so, dass der zum Vampir wird und sie eigentlich mit denen nachher weggeht. So, und dann kommt irgendwann Mary Jane wieder zurück. Und die haben eine ganz glückliche Zeit, Spider-Man, beziehungsweise Peter Parker und sie, und die heiraten sogar und sind auf ihrer Hochzeitstour, und dann greift auf einmal wieder dieser Wassermann an. Dieser Hydro-Mann.
Und dann stellt sich am Ende der Serie fest, Mary Jane ist ja verschwunden gewesen. Und das war nicht die richtige, die zurückgekehrt ist, sondern das war ein Double. Die ist geklont worden und aus Wasser. Aber die besteht genauso wie der Wassermann aus Wasser. Und sie mag den anderen trotzdem nicht, obwohl sie für ihn gemacht ist. So wie der Wissenschaftler das immer sagte. Und die vernichten sich nachher quasi gegenseitig. So. Also ist Peter Parker wieder alleine. Das ist so die kurze Handlungsstrang der Serie. Die ersten vier Staffeln sind richtig toll und genial. Die fünfte Staffel, die artet so ein bisschen aus. Also, du hast nachher ganz viele Spider-Mans aus ganz vielen Universum und da kommt jemand, der quasi die testen möchte auf Charaktertauglichkeit. Gutes gegen das Böse wird da getestet, weil der von einem fremden Universum kommt und kann sich nicht vorstellen, was jetzt besser ist, gut oder schlecht. Und da ist es so, dass sie auf einem fremden Planeten, wo immer das Gute geherrscht hat, das Böse hinpflanzen, denn die Zeit weiterdrehen und die ganze Planet, der ist quasi durch das Böse vernichtet fast. Und dann sagt der Wesen, jetzt stecke ich das Gute wieder hin, um das wieder rückgängig zu machen. Und dann wird Spider-Man halt der Anführer von dieser Gang. So, das ist aber am Ende, wie es herausstellt, es geht auch über mehrere Folgen. Es ist nur ein Test für die eigentliche Aufgabe. Er hat sich als charakterfest erwiesen. Das ist das, was die ganze Zeit immer getestet worden ist in der ganzen Serie. Genau. Und dann müssen ganz viele Spider-Mans in einem Universum rein, um einen Spider-Man aufzuhalten, der mit Kalisch, das ist so ein Wesen aus dem Weltraum, zu kombiniert ist. Der ist nicht fertig damit geworden, dass er eigentlich nur ein Klon ist von Spider-Man. Und hat eine Waffe entwickelt, um das ganze Universum zu vernichten, plus alle Nebenparallel-Universum. Und der Mann, der das getestet hat, die ganze Zeit immer, der ihn zurückschicken wollte, der kann die Zeit zurückdrehen, um das zu verhindern, aber er kann nicht selber tätig werden, um das zu verhindern. Und das muss er quasi, die Spider-Mans müssen es dann machen. Und naja, die drehen das am Ende dann zurück, so ist es dann halt nicht passiert. Das ist dann ganz am Ende ein bisschen blöde gemacht und dann hat er gewonnen und dann fliegen sie quasi in das Universum, wo sie Mary Jane denn vermuten. So, aber die haben am Ende keine Wiedervereinigung. Das sieht man überhaupt nicht, dass sie sich dann nachher glücklich in die Hand fallen, sondern das heißt nur, wir fliegen da jetzt hin und wir holen sie jetzt ab. Und dann ist da Feierabend. Und das ist das, was ganz am Ende der Serie die Fans ein bisschen bitterböse aufgestoßen hat. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, ich habe jetzt nicht alle rausfinden können hier, aber ein paar zusammen. Das ist, also jetzt Spider-Man ist Peter Parker, das wissen wir ja. Tante May Parker, also seine Tante spielt da noch mit, der Onkel ist ja tot. Mary Jane Watson, das ist seine Liebe denn gewesen. J.J. Joanna Jameson, das ist der quasi der Daily Bugle da, ja, den obersten Mann spielt. Alicia Silverman, das ist quasi von Silverman die Tochter, wo er am Anfang das aber auch nicht weiß und da auch heiße Dates mit der hat, bis nachher herausstellt, dass sie alles für ihren Vater getan hat, um den Peter Parker auszuspionieren über die Spinne. Die ist also auch eigentlich böse. Die Black Cat habe ich erzählt. Also wir haben hier so viele wie Dr. Octopus oder Dr. Octavius, also der mutiert ja dann ja dazu, weil er das Experiment da vermasselt. Flash Thompson haben wir hier. Wir haben hier den grünen Gnom, Norm Osborn. So. Und wir haben dann nochmal den Gnom. Das ist quasi so, wir haben zwei Gnome in dieser Serie, wo der erste Gnom eigentlich nur Gnom heißt und der zweite heißt grüner Gnom. Und der erste Gnom war auch zuerst da, der ist quasi von den Norman Osborn ausgesucht worden und das ist so ein Psycho und den haben sie dann als Gnom gemacht. Und der hat die ganzen Waffen auch von Norman Osborn gekriegt, weil der gegen den Kingpin arbeiten sollte. Weil es da so war, der Kingpin hat den Norman Osborn immer erpresst und der wollte sich davon befreien.
Staffeln oder Folgen später passiert das so, dass der Gnom halt weg ist und der Norm ausbauen muss, dann, weil der Kimping nicht besiegt worden ist, wird er wieder erpresst. Und dann muss er so einen neuen Kampfanzug machen und ein Gas machen. Und da passiert ein Unfall und deswegen mutiert der halt so diesen grünen Gnom, der wird einfach richtig irre. Dann hat er noch einen Sohn, der heißt Harry Osborn. Der wird Staffel 4 muss das sein, wird dann nachher auch Ehre davon, dass sein Vater quasi verschwunden ist und wird da quasi von seinem Vater aus dem Jenseits immer manipuliert. Also der macht nachher auch nochmal den grünen Gnomen. Also eigentlich haben wir dann dreimal einen Gnomen drin. Das ist das, was ich in der Serie so ein bisschen, naja, gut fand. Ich finde, man sollte da einen Gnomen haben und nicht so viele Gnome da machen, aber das hat man so gemacht in der Serie. Der, wenn mir am geilsten gefallen hatte, das ist echt der Kingpin. Also der glänzt ja immer in jeder Rolle als Bösewicht, das fand ich immer gut. Der ist ja nicht nur fett, der ist ja auch stark, also so wie ich. Naja, ja, jetzt habe ich den gefunden. Da steht er, Michael Morbius. Genau, das ist der, der nachher zum Vampir wird. Genau, so, dann lesen wir einfach mal weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Um die Schauplätze der Serie originalgetreu wie möglich wirken zu lassen, wurden viele Illustrationen der New Yorker Skyline und viele Karten der Stadt selbst zur Rate gezogen. Man muss dazu sagen, das waren damals die Anfänge. Dass man versucht hat, bestimmte Sachen damit rein zu animieren. Ja, das ist eine Serie von 94, da fing das gerade erst an, so minimal, das hereinzuarbeiten. Aber noch gut gemacht, wo man so denkt, dass es wirklich gezeichnet ist. Nicht mehr so schlimm, wie das heute geworden ist. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, so. Ursprünglich sollten die Stadt und viele Hintergründe in der Serie selbst mit Hilfe von CGI nachempfunden werden, während Fahrzeuge und Figuren nach wie vor auf traditionelle Weise animiert wurden. Aus Kostengründen wurde allerdings nur ein kleiner Teil von New York auf diese Art nachempfunden und das Produktionsteam war ebenfalls gezwungen, viele Szenen aus früheren Folgen wiederzuverwenden, wodurch man oft bei Déjà-vu erlebte. Ein Déjà-vu erlebte so. Wie bereits bei Batman The Animated Serie wurde auch in New York Spider-Man Gewaltdarstellung zensiert. Realistische Waffen durften zu keiner Zeit gezeigt werden und wurden in jeder Folge durch Laser ersetzt. Trotzdem wirft Cletus Kasidi in der Folge Venoms Rückkehr eine realistische aussehende Handgranate und auch in die sechs vergessenen Krieger. Mega schlechten Folgen. Das sind mehrere schlechten Folgen. Sieht man in einer Rückblende einen Gangster mit einem echten Maschinengewehr feuern. Spider-Man und die restlichen Charaktere durften bis auf Ausnahmen nicht mit den bloßen Fäusten zuschlagen. Weiterhin durfte Blut nie gezeigt werden. In so Folge trinkt der Vampir Morbius in der Originalfassung Plasma. In der Synchronfassung wurde dies jedoch wieder in Blut umgeändert. Trotz dieser kleinen Änderung nimmt Morbius weiterhin kein Blut durch Biss in den Hals zu sich, sondern hat stattdessen an den Händen Saugnäpfe, ja, war auch mega blöde gemacht, aber pff, die er aus dem Gesicht seiner Opfer legt. Menschen sterben nur in wenigen Fällen, meist werden sie rechtzeitig gerettet oder verschwinden durch Dimensionslöcher in andere Dimensionen. Das ist das, was ich meinte am Ende der Serie. Schimpfworte werden immer gemieden und Gespräche über den Tod ebenfalls oder verharmlost, sodass die Frage ist er Punkt, 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 zwar angefangen wird, aber rechtzeitig durch die Antwort Nein unterbrochen wird. Auch die Persönlichkeiten von manchen Figuren wurden in der Serie verändert. So wurde Cletus Kasidi von einem Serienkiller zu einem einfachen Geisteskranken. Als Carnage darf er nicht wie in den Comics Menschen töten, sondern entzieht diesen einfach ihre Energie. Nach den Terroranschlägen vom 11. September in New York erfuhr die Folge Der Tag des Chamäleons umfangreiche Änderungen in ihren finalen Akt. Das World Trade Center wurde zusammen mit einem Großteil des Skyline entfernt. Ebenso ein
Helikopter, der in den Wolkenkratzer fliegt und explodiert, sowie auch viele ähnliche Szenarien. Dialoge in der Folge wurden entfernt und durch andere aus späteren Folgen ersetzt oder immer wieder wiederholt. Gut, diese Informationen, die habe ich jetzt vom Wikipedia runtergeladen, die sind ja natürlich viel später entstanden, als wie ich jetzt wahrscheinlich die Serie in den Händen halte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das da geschnitten worden ist. So, Episodenliste. Die Doppelfolge Mutanten gegen Mutanten ist ein Crossover zwischen der New Yorker Man-Serie und der X-Men-Serie, welche ebenfalls im Marvel-Anime-Universum angesiedelt ist. Hierfür wurden die Sprecher der Originalfassung der X-Men-Serie von Kanada nach Los Angeles geflogen, damit sie ihren Figurenpendanten in der New Yorker Man-Serie ebenfalls sprechen konnten. Siehst du, das ist schon mal gut. Auch in der deutschen Fassung wurden fast alle Sprecher der X-Men-Serie für ihre Rollen verpflichtet. Lediglich Professor X wurde anstelle von Christopher Lindert von Thomas Rauchert gesprochen. Ja, das merkt man da. An der Stelle merkt man das wirklich. Da habe ich echt gedacht, hat er eine neue Stimme. In der dreiteiligen Episodensaga, die Herausforderung, hatten ebenfalls Helden aus anderen Marvel-Animated-Universum-Serien einen Auftritt. Die Fantastischen Vier, ja, die kommen ein paar Mal vor gegen Ende der Staffel aus der Serie. Die Fantastischen Vier mit neuen Abenteuer, Iron Man, ja, der kam auch zwei, dreimal vor. Aus der Serie der unbesiegbare Iron Man und Sturm aus der Serie X-Men. Auch hier hat man erneut auf Kontinuität zu den anderen Serien geachtet. Und musste lediglich zwei Rollen umbesetzen. Johnny Storm, die menschliche Fackel, wird anstelle von Christian Tramitz von Pascal Breuer und Iron Man anstelle von Croc Krumbill von Bernd Simon gesprochen. Ja, das hat man da auch gemerkt. Alle 65 Folgen wurden in fünf Doppel-DVD-Set durch Clear Vision Deutschland veröffentlicht. Zudem erschien Ende 2010 in Form eines Hardcover-Comics, eine limitierte Kollektionsedition mit allen Folgen. Ja, und das ist die, die ich in der Hand habe. Es gibt die auch einzeln. Ich hatte mal die erste Staffel mal einzeln gehabt. Also die ist alleine schon für 40 Euro weggegangen. Die werden hoch gehandelt. Aber warum soll ich sie doppelt haben, wenn ich alle in einer Box habe? Habe ich jemand anders für mich beglückt. So. Genau. Sehe auch Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde. Eine Spider-Man-Team-Up-Zeichentrickserie aus den 80er Jahren. Sie ist spektakulär. Spider-Man, eine Spider-Man-Zeichentrickserie aus 2008. Okay, die können wir uns auch nochmal angucken, wenn wir mal die kriegen sollten. Daredevil vs. Spider-Man, Duell der Mächte, Zusammenschnitt mehrere Episoden der drei Staffeln. Ja, das ist vielleicht nicht so dolle, ne? Genau, so, das ist das, was ich mir rausgesucht habe von Wikipedia. Schauen wir doch mal noch rein in die Box. Also die brauche ich jetzt nicht auspacken. Die habe ich ja schon mal vor Jahren gekriegt und da war sie schon nicht verpackt. So, jedenfalls, dass Sie das mal sehen können von allen Seiten. Das ist eigentlich das, was der Fan haben möchte. Und eigentlich gut noch erhalten. Hier oben so ein bisschen kaputt, aber das habe ich schon so gekriegt. Also ich bin da nicht für zuständig gewesen, das kaputt gemacht zu haben. So, auch von hier nochmal spiegelt sich das jetzt quasi ein bisschen wieder, ne? Von vorne auch nochmal. So. Wenn wir da jetzt reingucken, machen wir das mal so zusammen. Dann haben wir das mit der Episodenliste gleich nebenan für jede Staffel. Ne? Wenn man das mal so durchgeht. Also die Folgen habe ich alle für euch jetzt einmal gesehen gehabt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, die letzte Staffel fand ich aber jetzt nicht so berauschend. Aber ansonsten ist das eine super Serie, die toll ist und ich immer noch sage, von allen Spider-Man-Serien, das plus Filme und alles, was dazugehört, die ich bis jetzt gesehen habe, das Beste, was es überhaupt gibt und von den Fans auch wirklich von allen am besten bewertet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann kauft euch die.